Hey YouTube, heute mache ich mit euch diese wunderschönen drei Untersetzer. Und hier habt ihr eine kleine Vorschau, was für Materialien ich benutze. Die sind alle unten verlinkt und es gibt auch einen Rabattcode, also gönnt euch. Und ja, wir fangen hier mit dem Ultracast an. Ich benutze hier 215 Gramm und 108 Gramm vom Hertha. Das Mischverhältnis ist 2:1 nach Gewicht oder Volumen, aber ich finde nach Gewicht einfach viel einfacher. Und ihr könnt jetzt übrigens auch in meinem Etsy-Shop Wagen kaufen, Küchenwagen, weil ich dachte mir, ich mache mal so eine kleine Grundausstattung in meinem Shop. Also ich habe jetzt Feuerzeuge, das, vielleicht auch Holzstäbchen demnächst, mal gucken. Und ja, diese Videoaufnahme ist übrigens beschleunigt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich echt so schnell rühre. Man soll nämlich eher langsam rühren, da auch nicht so viele Bläschen hat. Und hier fülle ich drei Farben ab. Ich habe einmal Bronze, das ist so eine Pigmentpaste von Etta Art. Caribbean Blue. Ich fand diesen grün-blau-Ton immer sehr krass, deswegen habe ich die Farbe noch nicht benutzt. Aber ich dachte mir, komm, mit Gold und Weiß muss das einfach gut aussehen. Hier die Pigmentpaste, die ist schon etwas älter, deswegen kann es passieren, dass sich das Öl, also wir haben ja Öl in der Pigmentpaste, ein bisschen absetzt, aber das ist nicht schlimm. Dann verrührt ihr das einfach wieder, bis das smooth ist. Und manchmal passiert es auch, dass die Paste hart wird oder auch hart nach dem Versand ankommt. Zum Beispiel die Pigmentpasten von Just Resin aus Australien, die sind bei mir schon öfter hart angekommen. Aber man kann wohl ein Wasserbad machen, dann werden die wieder weich. Aber das war irgendwie so umständlich, ich habe das nicht hinbekommen. Da habe ich die einfach auf die Heizung gestellt und tada, die waren wieder weich. Ich war so erleichtert, weil ich habe mir, glaube ich, 5-mal beige bestellt und 5-mal irgendwas anderes. Und es war alles hart, also richtig bitter. Falls ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, ich habe auch sehr viele Grundlagenvideos, Erklärvideos. Ihr müsst einfach auf meinen Kanal und dann ganz weit runter scrollen, weil mittlerweile sind die Videos, glaube ich, schon 2-3 Jahre alt. Aber da ist halt das Basiswissen, zum Beispiel hier mit dieser weißen Pigmentpaste. Wenn ihr was Schönes hinbekommen wollt, dann weiße Pigmentpaste. Damit kann man nichts falsch machen. Dann noch das richtige Harz, zum Beispiel Ultracast, weil das so mitteldickflüssig ist. Weil mit dünnflüssigem Harz ist es etwas schwieriger. Aber wie gesagt, dazu könnt ihr euch gerne meine Videos angucken. Vielleicht verlinke ich auch ein paar unter diesem Video, da müsst ihr nicht so viel suchen. Und ja, hier haben wir also dieses Caribbean Blue. Ich bin auch echt überrascht, wie es im Endeffekt aussieht. Nämlich gar nicht mehr so türkismäßig, sondern eher grün. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir das halt mit diesem Bronze-Gold gemischt haben. Dadurch hat der Ton sich verändert. Ja, ich glaube, das waren 10-15% Pigmentpulver ins Harz. Nicht mehr, weil sonst wird die chemische Reaktion zu groß. Ne? Alle, die mich kennen, ihr wisst schon Bescheid. Ich sage immer wieder dasselbe, aber ich denke mir halt für die Neuen oder ich selbst fange einfach auch schon dieses ganze Wissen an zu vergessen. So, kommen wir zum nächsten Step. Ich habe hier neue Silikonform. Also neu ausgepackt, weil diese Form kennt ihr wahrscheinlich schon. Und die werde ich auch in meinem Etsy-Shop haben. Also kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Die sind auch nicht so tief. Also ich weiß, dass es viele gibt, die stehen nicht auf diese ganz tiefen Formen. Und diese Goldcracks, die finde ich cool. Weil das ist mal was anderes zu dem klassischen Blattgold. Und vor allem fliegt es halt nicht rum. Ne? Du kippst das einfach rein und es macht, was du möchtest. Und du hast es nicht an den ganzen Handschuhen und in der ganzen Wohnung und in der ganzen Galaxie. Es ist einfach nicht nervig. Und ja, genau. Ich habe das entdeckt. Ich so, Stefanie, kannst du das bitte in deinem Shop verkaufen? Ich so, danke. Und dann hat sie es auch gemacht. Und am Anfang des Videos zeige ich auch die zwei Goldtöne, die sie hat. Und Silber ist da, glaube ich, auch. Ist praktisch, weil im Shop erkennt man den Unterschied halt nicht so sehr. So, kommen wir zur Sache, die wir hier sehen. Ich gieße natürlich wie immer meine Kreise. Und ich werde natürlich ganz verschiedene Reihenfolgen machen. Und ihr habt es ja am Anfang gesehen, die Untersetzer sehen einfach komplett anders aus, obwohl die genau dieselben Farben haben. Ja, ihr könnt auch etwas weniger weiße Pigmentpaste reingießen, wenn ihr wollt. Weil ich hatte das Gefühl, dass sich das heute irgendwie so sehr stark abgesetzt hat unten. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr einfach das Video mal nach hinten skippen. Und dann seht ihr, was ich meine mit unten absetzen. Aber
Oben ist ja trotzdem wunderschön geworden, finde ich. Und hier habe ich eine Timelapse für euch gemacht, damit ihr mal seht, wie sich das Ganze zusammenzieht und so. Ich glaube, das sind jetzt 20, 30 Minuten. Und am Ende gibt es noch den Staubschutz drauf, damit wir diese kleinen Fisselchen nicht auf der Oberfläche haben. Finde ich einfach viel praktischer als diese Kartons, die, glaube ich, gefühlt auch fusseln und man sieht sowieso nichts und man muss zuschneiden und es ist einfach unpraktisch. Hier sind wir schon beim zweiten Untersetzer. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, aber ich habe in die Mitte durchsichtiges Harz gegeben, damit sich die Farbe nicht einfach langweilig auf dem Boden absetzt, sondern damit wir auch da auf der anderen Seite ein bisschen Tiefe haben. Ich finde es auch einfach richtig faszinierend, wie dunkel die Farbe wird. Also ihr habt ja in der Dose dieses Bronze gesehen, das sah ja wie Gold aus eigentlich. Und jetzt sieht es einfach so bräunlich aus. Das finde ich auch immer enttäuschend, also allgemein jetzt unabhängig von der Farbe, weil ich finde es trotzdem schön. Man bestellt eine Farbe, das ist auch sehr oft bei hellen Pigmentpulvern. Und die sieht halt in der Tüte richtig schön aus und dann gibst du die ins Harz und dann ist sie einfach dunkel. Ich habe mal von der Firma ganz viele Farben zugeschickt bekommen zum Testen. Und es sah wirklich sehr, sehr schön am Anfang aus, aber die Hälfte davon war eine Enttäuschung. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Bläschen von der Oberfläche zu entfernen. Und achtet darauf, nicht zu nah an den Rand zu gehen, weil dadurch kann die Form kaputt gehen. Dann bleibt es später da dran kleben. So, das ist unsere letzte Form. Wie findet ihr die Perspektive schöner? Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Gedanken man sich macht, wie man das Handy hinstellt und das Stativ und wie oft dieses Stativ einfach umfallen möchte, weil das Handy dann zu schwer ist. Aber ich habe es hier hinbekommen. So, das sind unsere Ergebnisse am nächsten Tag. Ich bin richtig zufrieden. Und leider gibt es heute keine ASMR-Unmolding-Geräusche, weil meine Mutter einfach neben mir saß und im Meeting war. Und ich glaube, ich möchte nicht vom Fall verklagt werden, wenn hier Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert werden. Mein Zimmer alias Atelier wird gerade gestrichen, komplett. Das heißt, alle meine Möbel und mein Tisch, halt, wo ich meine Kunst betreibe, sind in der Mitte des Zimmers. Deswegen bin ich hier im Wohnzimmer. Aber es ist halt entspannt, ne? Weil ich habe hier einen Fernseher. Und da kann ich richtig chillig einfach mein Leben leben und gießen. Und bevor die Frage jetzt kommt wegen den Dämpfen und hier sind ja Leute und so weiter. Also Ultracast scheidet wohl laut Hersteller keine giftigen Dämpfe aus, wenn man das natürlich richtig anwendet und in Maßen. Also wenn ich hier von morgens bis abends ohne Maske 10 Kilo verarbeite, dann werde ich auf jeden Fall irgendwann Kopfschmerzen bekommen. Aber wenn es halt jetzt nur diese drei Untersetzer sind, es ist okay. Ich verlinke euch auch ein Video von Etta Art. Die haben selbst ein Video über die Sicherheit gemacht und so weiter. Und ich habe am Ende übrigens aus den Resten nochmal zwei Untersetzer gemacht, die noch etwas anders aussehen, aber werde ich euch später natürlich zeigen. Bei der Technik gießt man die Farben einfach in die Mitte aufeinander. Also richtig falsch, es hat sich richtig falsch angefühlt, aber es entstehen auch sehr coole Sachen. Ich habe diese Technik übrigens die ganze Zeit auf Instagram gesehen am Anfang. So, die ganzen Russen fingen damit an, aber jetzt ist es irgendwie verloren gegangen. Ach, hier sind die Ergebnisse, genau, das ist das. Bei dem oberen, es sieht ja nicht so ganz spektakulär aus, da werde ich noch Sticker drauf machen, das wird richtig gut aussehen, zeige ich euch auf Insta. Zu diesen Stickern, auch Vinyl-Sticker genannt, habe ich übrigens auch ein Video, wo ich alles erkläre und auch ein paar Shops verlinke, beziehungsweise Instagram-Seiten, die das zum Verkauf anbieten. Ja, schaut mal vorbei. Okay, gerade voll motiviert gesagt, schaut mal vorbei, so halb am Sterben. Auf jeden Fall diese Silikonfolie, die gelbe, die ist von Le Material.
Die haben auch Instagram und einen Etsy-Shop und da habe ich 20% Rabatt. Die haben wir jetzt neu gemacht, voll cool. Mit Marmelade 20. Und zieht euch bitte mal diese Pokémon rein, wie süß war das gerade. Da habe ich komplett die Reste am Ende reingekippt und ich war echt erleichtert, weil das Konzert stand schon ein bisschen länger, ist schon ein bisschen dick geworden, aber es sind trotzdem nicht so viele Bläschen zurückgeblieben. Ja, hier ist die Rückseite und wie ihr seht, war halt unten ziemlich viel weiß. So, manche würden sagen Gehirn, aber ich finde das sehr unästhetisch. Bitte vergleich meine Untersetzer nicht mit Gehirn. Wir sind jetzt schon ans Ende gelangt und ich werde euch jetzt noch ein Video dranhängen, wo ich den Rand mit dem Goldstift anmale. Aber ansonsten war es das jetzt mit Informationen. Und ich freue mich schon, euch auf Instagram wiederzusehen und auf einen kleinen Like vielleicht und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal, eure Marmelade Science.